Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge wie Rising. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe leider heute gleich zu Beginn der Folge schlechte Nachrichten für euch. Das mit unserem Schlossherz, das klappt noch nicht, weil wir verstärkte Bretter brauchen. Und die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Blöderweise. Naja, aber wir haben eine Zaubermodifikation. Und zwar für unsere Knochenexplosion bekommen. Damit können wir unsere Skelette heilen. Cool, oder? Naja, ich habe aber schon geschaut, wen wir brauchen. Und zwar den guten Frostbringer. Und der Frostbringer befindet sich genau im Norden. Und den legen wir heute. Und wenn wir den gelegt haben, meine Lieben. Oh, stopp. Wenn wir den gelegt haben, dann können wir endlich Ferdinand versklaven. Oder so. Schauen wir mal, was dann passiert. Auf jeden Fall ist er jetzt im Nordwesten. Diesmal krieg ich's hin, oder? Da steht der andere Ferdinand. Diesmal krieg ich's hin. Ja, diesmal krieg ich's hin. Hüpf. Peitsch. Auf geht's. Dann machen wir halt den auch noch kaputt. Meine Güte. Was soll's? Hä? Nordwesten, na. Der muss irgendwo hier sein. Okay. Na. Na 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 na. So. Blutrosen brauchen wir. Ich glaube, ich bleib mal hier. Hi, grüß euch. Was ist mit euch eigentlich? Was ist mit euch eigentlich los? Und was ist das eigentlich für eine komische Baumwollfarm hier? Lauf! Lauf! Knoblauch, jawohl. Da gibt's doch was. So, wir werden in der Knoblauchversenkung kämpfen müssen. Diesmal, so wie es scheint. Aber das machen wir. Ist ja kein Thema. Wir müssen den Lümmel nur finden. Entschuldigung, ich suche den Vincent. Ah, der ist gar nicht hier. Okay. Jobst du Milch? Hallo, ich hätte gern ein bisschen Milch. Schade. Okay, hier lang. Er ist ja immer noch nah. Also der ist gar nicht hier. Der Vincent. Vielleicht bei der Milizbasis? Bitte nicht wieder in der spukenden Eisenmine. Da war ich schon. Da ist nicht so schön gewesen. Und jetzt wird es natürlich ausgerechnet auch noch Tag. Das ist schlecht. Die würde ich gern futtern. Die ehrenwerte Dame. Aha. Bam. So, wir haben jetzt reduziert erlittener Schaden, das ist gut. So, jetzt ist er sehr nah. Also, der ist da irgendwo in dem Lager drin. Es wird ja, da ist er schon frostig, oder? Nee, doch nicht. Psst.
Ganz leise, Hundi. Ganz leise. Mist. Hätte ja klappen können. Wer bist du denn? Ach nee, Christina, nerv jetzt nicht. Nicht du auch noch. Da irgendwo, hier ist er. Irgendwo hier. Ist er das? Das ist er. Leute, seid ihr ready? Ich bin's. Rally! Let's show them why you don't mess with the militia. Okay, ich glaube, den wollen wir im Fernkampf erledigen. Nach Möglichkeit. Oder alternativ einfach drauf. I feel a chill coming out. Das ist ein kalter Bursch, du. Alternativ ist auch einfach sehr gechillt. Ja, bislang ist er nicht schwer. Au! Sackgesicht. I feel a chill coming on. Ich chill da gleich eine. Was rumst denn hier so komisch? Muss ich Angst haben? Das ist nicht gut. I feel a chill coming on. Ja, ja. Den kannst du haben. Mist. Er hat uns. Au! Der hat zu viel Mentos, glaube ich, gefuttert, der Lümmel. So, jetzt ist Schluss. You won't get away with it. Doch, siehst du. Was rumpst hier so? Ja, mein Freund. Bisschen weniger Mentos und dann läuft das besser bei dir. Glaub's mal. Puh. So, jetzt aber. Jetzt aber wirklich. Ne? Jetzt aber wirklich. Jetzt gibt's endlich die Aufwertung. Lang genug gedauert jetzt. So, einmal hier runter noch. Wehe, es kommt jetzt wieder irgendein Schmarrn dazwischen. Ich sag's euch, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Ferdinand war. War das Ferdinand? Ich glaube nicht, ne? Ferdinand haben wir... Verdammte Axt. Ach nee, nicht schon wieder die Christina. Christina, verzieh dich. Niemand mag dich. Nee, das ist nicht Ferdinand. Das ist nicht Ferdinand. Glaube ich. Die sehen beide gleich aus. Verdammt. Dann ist das jetzt künftig Ferdinand. Das ist der Ferdinand, eindeutig. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen in den Kommentaren. Das ist nicht der Ferdinand. Egal. Das ist jetzt Ferdinand. Ob ihr wollt oder nicht.
Oh ja, warte. Wir brauchen Blutrosen. Wir haben zwar eine florierende Blutrosenfarm, aber der nächste Heiltrank kostet 45 Blutrosen pro Stück. Also jetzt weißt du auch, warum der Garten so ergiebig ist quasi. Was denn? Piep, 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 piep. Gut. Cool. Ich möchte kurz anmerken, er hatte einen Totenkopf neben seinem Namen. Auf gut Deutsch. Wir wären sehr wahrscheinlich zum One-Hit-Wonder geworden. Lieber nicht. Ich verzichte freiwillig. So, jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich, ne? Jetzt machen wir uns die Brettel. Und dann passt es. Wie viel brauchen wir? 8. 8 verstärkte Bretter. So. Eisen und Brett. Finde ich immer ganz nett. So. Hier haben wir ein bisschen Eisen durchrüdeln lassen. Manometer. Yay, verstärkte Bretter. Ja, ein paar haben wir schon. Ein paar habe ich irgendwo mal gelootet. 4 Stück, genauer gesagt. Und brauchen, tun wir 8. Also 4 Stück noch. Ich will jetzt auch nicht zu viel herstellen. Deswegen nehme ich das jetzt wieder raus. Wer weiß, wofür wir das Eisen eventuell noch gleich brauchen werden. So, und jetzt hätte ich noch gerne mein Glas. Ich habe Glas, ich habe Glas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Und hier haben wir ja auch noch ein bisschen was. Das schmeißen wir noch eben hier rein. Jawohl. Dann die verbesserte Blutessenz. Da habe ich hier jetzt nochmal ein paar hergestellt, ne? Warum auch nicht? Upgrade! Yeah! So. 8. Das ist jetzt erst bei Stufe 3. Ferdinand, du musst doch warten. Tut mir leid. Verdammt. Verdammt! Aber hey, wir haben jetzt neue Sachen gelernt. Das ist doch auch irgendwie was. Müssten mal neue Zauber testen, aber ich bin mit meiner Kombination eigentlich so zufrieden, weißt du? Ich mag meine Kombo echt gern. Können wir jetzt irgendwas Neues bauen? Oder so wenigstens. Außer jetzt Gefängnis. Ja, wir können Gefängniszelle bauen. Wir können Gräber ausheben. Ne, gibt nichts Neues, ne? Ey, ich sag's euch. Ich bin tatsächlich am Überlegen. Ich meine, mit dem Teleportieren funktioniert es ganz gut. Aber der Platz ist halt zu wenig auch, ne? Ob wir uns nicht vielleicht irgendwo ein größeres Schloss bauen. Hier zum Beispiel.
Da könnte man halt was richtig Großes hinsetzen, ne? Das ist ein Riesenteil. Oder falls wirklich hier. Wir dürfen ja mehrere Schlüsse haben. Was sagt ihr denn? Sollen wir uns eine neue Bude zulegen? Sollen wir dieses Schloss hier als unsere Ferienresidenz künftig nutzen? Wir können es mal dahin porten. Wir schauen uns das mal an eben. Sollen wir unser altes Schloss künftig als Ferienresidenz nutzen? Au, jetzt kracht's. Das Problem ist halt mit dem Gefängnis. Wir müssen die ja bezaubern und dann, ich weiß nicht, ob wir die porten können. Das müssten wir testen. Allerdings fände ich es halt schon geil, wenn wir hier auch eine Bude hätten. Und vor allem eine richtig große Bude hätten, weil ein bisschen Platzprobleme haben wir halt schon, ne? Das darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Also es schon wird langsam eng. Wir haben keinen Platz für eine Gruft jetzt. Da müssten wir jetzt erstmal umbauen. Und hier hätten wir halt ein riesiges Schlossareal, ne? Ich möchte mir das mal kurz anschauen. Das ist sozusagen eine Clanbasis dann. Boah, das ist ja ein riesiges Teil, du. Schau dir das mal an. Sogar mit eigenem See. Und mit eigenem Fishing Ground. Und mit eigenem Wolf. Das ist auch was wert. Wo sonst hast du Wölfe? Oder hier oben. Das ist von der Größe. Weiß ich nicht. Ist das größer? Ich laufe gerade gegen die Wand, ich weiß. Oh, Entschuldigung, da müssen wir schauen. Ist das größer? Ja, schon größer, ne? Oder das hier. Warte mal. Lass das mal angucken. Ja, ja. Lass das mal. Das Ding hier wäre geil, glaube ich. Das schaut interessant aus. Das hier ist... Nee, das gefällt mir nicht, aber das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte nur schauen, ob ich den Lümmels da aus dem Weg gehen kann, aber... Die sind jetzt eh beschäftigt. Da hätten wir auch einen See vor der Haustür. Ich meine, gut, den haben wir zu Hause auch, den See. Aber... Ich bin ein bisschen verliebt in diese... In dieses Ding hier, muss ich zugeben. Was sagt ihr denn? Sollen wir umziehen? Ja, nein, vielleicht. Also wir ziehen ja nicht um, wir lassen unser altes Schloss noch stehen. Ne? Aber ist halt dann das Lustschloss für die Ferien. Also das hier gefällt mir schon verdammt gut, du. Boah. Ich glaube, ich möchte das Schloss. Vor allem sind wir da direkt in der Nähe von Düsterfäule, was ja das ganz neue Gebiet ist. Und insgesamt, abgesehen mal von den Heiligen Bergen und whatever that is, sind wir jetzt auch sonst nirgends weit entfernt, ne? Das hier gefällt mir von der Form her nicht so. Das wirkt irgendwie ein bisschen gerader. Boah, ich glaube, wir bauen uns was Neues auf, Leute. Auch wenn es vielleicht ein, zwei Folgen dauert. Aber da könnten wir uns dann auch ein richtig geilen Garten bauen, ne? Eieieiei. Naja. Ich mache jetzt sowieso mal eine Aufnahmepause.
Also nicht böse sein, wenn es jetzt mal ein oder zwei Tage vielleicht kein V-Rising gibt. Es liegt einfach daran, es ist irre heiß. Und meine Ferien sind auch vorbei. Und privat will ich auch noch ein bisschen zocken. Ne? Man vergisst immer so mit YouTube das eigene private Zocken, den eigenen privaten Spaß. Aber umso besser, ihr habt Zeit zu reagieren. Ihr könnt sagen, was ihr denkt, ob wir uns eine neue Bude bauen sollen. Und dann sehen wir uns in ein bis zwei Tagen wieder mit dem Ergebnis und bauen uns eventuell was Neues. Na? In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Und bis die Tage. Macht's gut. Ciao.